Sie taucht immer wieder auf. Die Frage, darf ich in meiner Unterverteilung Adern mit Vagus verlängern? Und damit meinen die Fragesteller Produkte wie Verbindungsklemmen mit Hebeln, also zum Beispiel die Vagus-Serie 221, oder auch Verbindungsdosenklemmen der Vagus-Serie 2273. Und ganz ehrlich, diese Frage stellt mich vor echte Probleme. Und das schon lange. Denn man hat sie mir schon oft gestellt, aber ich finde keine klare Aussage dazu in den Normen. Nach meiner Einschätzung gibt es normativ dazu keine klare Antwort. Was man findet, wenn man ein bisschen sucht, ist eine Aussage in der DIN VDE 0660 600 Teil 1 aus dem Oktober 2021. Dort gibt es die Aussage, Leiter dürfen zwischen zwei Klemmstellen keine Verbindungsstelle, zum Beispiel Flickstelle oder Lötstelle haben. Das bedeutet für mich aber zunächst einmal noch nicht, dass damit klar ist, dass die Nutzung von solchen Klemmen hier in der Unterverteilung nicht gestattet ist oder hier in der Unterverteilung oder hier in der Unterverteilung nicht gestattet ist. Hier gibt es ganz andere Probleme. Für mich können das auch einfach Klemmstellen sein. Dann ist die Vago eben eine Klemmstelle, so wie jede fest angeordnete Klemme auch. Und gut. Zumindest handelt es sich bei der Nutzung einer losen, fliegenden Klemme nicht unbedingt um eine Flickstelle. Denn lose Klemmen kommen selbstverständlich auch in Abzweigdose und Abzweigkasten legal zur Anwendung. Da sind sie keine Flickmittel. Also ist da das Wording schwierig. Andererseits, würde die Leitung nicht verlängert worden sein, hätte man das Problem nicht. Und wer will schon Probleme? Niemand. Also darf man sagen, dass die Leitung zu kurz war und sie deswegen verlängert wurde. Also vielleicht doch geflickt. Und daraus folgt dann, dass nicht sauber gearbeitet wurde und daraus dann, dass ein Sachverständiger etwas moniert. Schwierig. Wenn in einem Verdrahtungskanal oder sonst wo in der Unterverteilung eine Verbindung hergestellt wird, muss aus meiner Sicht zumindest eine Klemme verwendet werden, die keine scharfen Kanten aufweist. Dabei geht es natürlich zum einen um das Verhindern von Leiterbeschädigungen und zum anderen darum, die Elektrofachkraft, die beim nächsten Mal daran muss, vor Verletzungen zu schützen. Klar ist in jedem Fall, dass die Klemme, und das ist bei fachmännisch eingesetzten Vagus ja immer der Fall, einen Berührungsschutz gegen aktive Leiter gewährleisten muss. Der Elektriker wird nämlich nicht damit rechnen, dass sich unter den Leitungen Klemmen befinden, die eine Berührungsgefahr darstellen können. Natürlich sieht so eine fliegende Klemme im Verteiler richtig bescheiden aus. Das muss jedem klar sein. Und in der Regel wird ein Sachverständiger sowas bemängeln. Aber es gibt gerade im privaten Bereich eine Million Gelegenheiten, sowas zu sehen. Da wird immer mal dran rumgebastelt und dann ist dreimal abgeschnitten und die Leitung immer noch zu kurz. Und so kommt sowas dann zustande. Und bevor dann eingeputzte Leitungen rausgerissen werden oder größere Verteiler eingebaut, findet man die günstige Variante mit der Vago. Das ist auch irgendwo nachvollziehbar. Und in dem gezeigten Verteiler oder in den gezeigten Verteilern hat es nicht gebrannt und nicht gebrutzelt. Wenn man ein bisschen sucht, findet man noch den ein oder anderen Hinweis in den Normen, der darauf schließen lässt, dass solche fliegenden Klemmen in der Elektroverteilung nichts verloren haben. In der DIN VDE 0100 Teil 520 aus dem Juni 23 findet sich beispielsweise die Forderung, dass elektrische Verbindungen in geeigneten Umhüllungen erfolgen müssen. Geeignete Umhüllungen sind dort exemplarisch Ausgangsdosen oder spezielle Anschlussräume in Betriebsmitteln, die vom Hersteller zu diesem Zweck vorgesehen wurden. In der Unterverteilung sollen Verbindungen und Klemmungen selbstverständlich hergestellt werden, vollkommen klar, aber eben fest und nicht fliegend. Dennoch reicht mir das nicht ganz. Auch dass diese losen Klemmen nicht ordentlich in die Pläne aufgenommen werden können, ist ein eher zögerlich anzunehmendes Argument. Denn natürlich könnte man einen Plan entsprechend anpassen und die Vagos planseitig verorten und mit geeigneten Beschriftungen versehen. Andere Normforderungen, etwa dass Betriebsmittel so angeordnet sein müssen, dass ihre betriebsmäßige Bedienung, ihre Inspektion, ihre Wartung, ihre Prüfung sowie ihr Zugang zu den lösbaren Verbindungen leicht möglich sind, sind weitere Anhaltspunkte, die das gute Gewissen beim Verwenden fliegend in die Unterverteilung eingebrachter Vagos ins Kippen bringen können. Eben weil die Vagos manchmal versteckt unter 20 anderen Leitungen nicht auf Anhieb zu sehen sind. Andererseits geben die aktuellen Vagus der Serie 221 jetzt sogar die Option, von zwei Seiten aus zu prüfen, ob die eingeführte Leitung Spannung führt oder nicht. Das zum Thema leicht mögliche Prüfung. Überhaupt, Vagus schreibt auf seiner Homepage, die Serie 221 erobert den Verteiler. Denn es gibt Befestigungsadapter, die aus einer fliegenden eine fest installierte Klemme machen.
Auf diese Weise besteht praktisch kein Unterschied mehr zu einer Reihenklemme. So etwas erkennt auch jeder Prüfer anstandslos an. Solche Befestigungsadapter werden entweder auf die Tragschiene aufgerastet oder mit zwei Schrauben auf einer glatten Oberfläche befestigt. Jeder Adapter ist speziell auf die jeweilige Klemmenserie zugeschnitten. Eine Lösung freilich für Adern, die so kurz sind, dass man damit nicht zu einer Hutschiene kommt und auch so kurz, dass sich dort keine Befestigung umsetzen lässt, ist auf diese Weise leider auch nicht gefunden. Ich bin da ein bisschen ratlos. Wie seht ihr das? Nutzt ihr vielleicht bei starrer Ader so eine Vago? Sowas? Von mir aus mit Schrumpfschlauch drüber? Denn in der Konstellation wirbt selbst Vago damit, dass für den Reparaturfall der Verbinder dank wartungsfreier Federtechnik mit einem geeigneten Schrumpfschlauch auch unter Putz eingesetzt werden kann. Ich gebe zu, ich mache das tatsächlich so. Manchmal sogar im Verteiler. Helft mir mal. Wie macht ihr das?